machen wir ja dann auch. Da geht's wieder raus. What? Jetzt hab ich ein Backpack geöffnet. Alter, mein Herz. Was ist denn das da? Mein Gott, ich kenne so viel gar nicht. Ich kenne hier die Hälfte, ich kenne ja echt die Hälfte kaum. Ja, hier ist ein Hebel. Okay. Aber dafür geht's glaube ich hier weiter. So. Boah, da kommt nochmal einer. Also der Bogen, der macht anscheinend viel mehr Schaden wie ein Diamantschwert. Das ist schon krass. What the? Okay, das war creepy. Genauso wie der Creeper da hinten. Das war mir klar. Hast du jetzt da um die Ecke kommst? Ich brauche erstmal die Kiste ab. Oh, fuck. Meine ganzen Backpacks sind voll. Doch, das war hier auch, glaub, auch drin. Ne, das war in dem da. Dann war es reißen. So. Und oh, lol, was in der fallen gelassen? Das da. Ne, Irons. Was ist denn das? Sag mal. Das scheint dann... Das, macht es viel Schaden? Wahrscheinlich, oder? Oh Gott. Beides nicht. Nee, ich glaube... Oh Gott, für was kann ich denn das verwenden? Sag mal. Aber ich kann es euch nicht sagen. Echt. Null Plan. Da ist noch eins frei. Ah, die Kohle kann hier mal, glaub, raus. Weil für Kohle hat sie noch keinen Platz. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie besser hinkrieg. Hier zum Beispiel. Ach ne, das ist ja voll. Eimer, Waren. Frag mich nie. Aber zum Beispiel das hier können wir raus. Oh Gott, wie viel kommt denn da bitte noch? So, kann ich hier irgendeine Farbe mitmachen? Nee, gell?
So, das habe ich aber irgendwo. Ja, hier. Doch hier braun. Braun kann ich machen. Ah, jetzt pass auf. Ja, dann ist aber so einer. Ich bräuchte eine Farbe. Liebe Leute. Blau. Jawoll. Jetzt pass auf. Jawoll. So. Alter, mit wie viel Stuff wir nach Hause kommen. Ich glaube, danach muss ich erstmal sortieren gehen. Und das ist schon wieder eine große Kiste. Also jetzt mal gucken, wie man große Kisten baut. Also so irgendwie aneinander und dann irgendwie da noch eine Kiste. Oh. Oh. Was sehe ich denn hier? Aber hier will ich ehrlich gesagt nicht runter. Machen wir hier die mal wieder fertig. So, wie viel Schaden machen, dass wir nicht das voll durchziehen. So, erstmal ein bisschen Leben erwecken. Sieht echt geil aus, wie das gemacht ist. Weil vor allem diese ganzen Mods, das sind ja jetzt 68 Mods, glaub. In Hexit. Die sind ja alle miteinander kompatibel. Das heißt, die mussten alle, glaub, so umgeschrieben werden, dass die zueinander passen. Hier war nichts. Aber da denkt man sich, oh scheiße, das... Ja gut, scheiße denken muss ich vielleicht jetzt nicht, aber das ist ja wahrscheinlich eine Riesenarbeit. Sich dahin zu hocken und diese behinderten Mods kompatibel zu machen. Aber jetzt mal nicht locker gesprochen, sondern hier mal richtig... Ja, ihr wisst, was ich meine. Und also echt geilen Respekt an die also die, wo immer die ganzen Mods hier oder diese nennt man das jetzt, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Modpacks hier, ist ja eigentlich ein Modpack, diese Modpacks hier zur Verfügung stellt und immer. Es gibt ja eigentlich eine riesen Auswahl davon. Halt, das will ich nicht. Und dass man die alle irgendwie so umschreibt, dass die halt irgendwie miteinander kompatibel sind. Krassen Respekt, jetzt mal ehrlich. So. Habe ich jetzt noch ein Zombiefleisch. Wo war denn das jetzt? Ah, nochmal einer. Jetzt will ich das mal ausprobieren. Was bringt denn das Ding, ey? Keine Ahnung. Ach, gut, ey. Ich will eigentlich nicht nochmal einen Backpack bauen.
Deshalb, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind ja hier aber eigentlich durch. Dann würde ich einfach sagen, ab nach oben. Es ist auch wieder Tag. Und